So, da ist der Typ. Entschuldigung, ich suche nach einem Mann namens Bayek. Ich bin hier, um dich in den Sinai zu bringen. Ja. Vier Jahre nach den Geschehnissen. Massaker wurden zwei Verborgene getötet. Ich allein bin verantwortlich, denn ich habe sie ausgebildet. Ich kann die Verborgenen kaum noch beisammen halten und bin jetzt mit dem Rebellenführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, mein Freund. Komm bitte. Warte mal, kann ich alle Gegner in meinem Level? In schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Unser Held zieht mit dem Nebel, lautlos wie die See, und bringt den Tod. Unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva. Dem Schatten, der Bayek ist. Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Bayek. Klingt nach einem echten Mann. Das Versteck finden. Von hoch oben muss es zu sehen sein. Ja, und da sind wir auch schon bei den Hidden Ones. Meine Waffen habe ich behalten. Gut, die Montur ist noch eine andere. Und wir sind wirklich in einem komplett anderen neuen Gebiet. Oh, genau, wir sind in Klisma Nome. Wir können die anderen Quests natürlich noch machen. Ist klar. Fluch der Pharaonen, da müssen wir noch ein höheres Level erreichen. Wenn unser Land. Hier gibt es auch viele Sachen wieder zu erkunden. Viele Fragezeichen. Und wir haben wieder viel zu tun. Das erste, was ich mache, ist auf den Turm da zu steigen. Ja auch auf meinem Weg ist. Huh.
Auch so viele Fragezeichen, wenn ich dann mal gerade hier so umschaue. Wow. Okay, ich bin hier falsch. Ich muss da hoch. Ein naher Aussichtspunkt kann dir helfen, das Büro des Verborgenen aufzuspüren. Ah. Sogar miteinander verknüpft. Der Aussichtsturm und so. Neuer Rat entdeckt. Büro der Verborgenen. Genau. Ich muss noch höher. Ist es. Und ich glaube, wir fahren sogar noch mehr über die Assassinen. Der Eingang ist versperrt. Es muss einen anderen Weg geben. Das ist unser Assassinenzeichen. Wir kennen das ja aus dem ersten Teil. Spielt hier alles noch so schön vom ersten Teil. Und das ist ja der Anfang von allem. Frage ist, was gibt's hier zu erkunden? Kann ich nie aufschlagen? Der geheime Eingang muss ganz nah sein. Der Eingang sein. Ich bin noch im Erkundungsgebiet. Natürlich kann es sehr noch versteckt sein. Ich bin doch bescheuert. Habe ich total vergessen, dass Zeno sowas kann. Ist das aber auch der Eingang, den ich suche? Ist nicht auch was? Na, es gibt wieder Schätze und so weiter. Da ist auch ein Eingang. Und das ist der nächste, den ich sehe. Nice! Gefunden! Gehst du mal da runter dann. Das ist er. Ah, das Büro der Verborgenen. Es sieht genauso aus wie in Assassin's Creed 1, diese Büros.
Ich heiße Kashta. Welche Ehre, euch kennenzulernen, Mentor. Keine Formalitäten, Kashta. Wir sind beide Verborgene. Verborgene, so nennen wir uns also momentan. Vielleicht kommen wir auch noch zu den richtigen Namen, und zwar zu den Assassinen. Bayek, der größte von allen. Ich kenne die Lieder. Lieder? Ich bin Tahira. So viele Tote. Tahira. Ah, Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener, bei einem Massaker getötet. Man wird ihre als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Namathea. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt und ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Wir haben Verborgene auf Rufius Leutnants angesetzt. Sie verraten dir alles, was du wissen musst. Interessant. Karte der Sinai-Halbinsel. Ich habe übelst viele Missionen gerade bekommen. Das sind alles Hauptalter. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu machen, weil die anderen sind mir zu schwer. Besonders das hier. Machen wir das mal. Du hast sogar eine Nebenmission. Hallo. Usokon wird seit 2 Wochen vermisst. Er ist der Schatten, der auf den Steinbruch angesetzt wurde. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Es wäre schade um ihn. Er gibt alles für das Volk und die Verborgenen. Ich würde für ihn sterben. Es gibt hier auf jeden Fall noch mehr Quests. Ich finde diesen Usokon. Jetzt können wir auch hier oben rein. Und ich würde mal sagen, ich gucke mich hier auch erstmal ein bisschen um. Hol mir mal ein paar Quests. Bevor ich diese Quests wirklich mache. Und ich werde das nicht heute nur noch diese Quests machen. Wer kommt? In den Bergen verstecken sich die gequälten Seelen der Toten. Was hat das zu bedeuten? Hast du nicht gehört? In der alten Nekropole in den Bergen spuken die Toten, die nicht ins Jenseits wechseln können. Ah, jemand sollte dem nachgehen.
Das hört sich nicht gut an. Und da gibt's noch mehr. Alter. Ich werde hier erstmal ein bisschen erkunden. Genau, das werde ich machen. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ich wollte da nicht hin. Zu dem. Da bin ich lieber in den Tod gesprungen. Auch hier will ich 100% erreichen. Auch wenn es keine Platin mehr gibt oder so, könnte ich ja mal versuchen, auch Spiele auf 100% zu machen. Platin-Trophäen sind mir irgendwie wichtiger. Ich habe irgendwie nie die Motivation, ein Spiel auf komplett 100% zu kriegen, wenn ich keine Platin dafür mehr kriege. Weiß nicht. Ich will diese ganzen Fragezeichen auf jeden Fall noch ab. Klappern. Mit den ganzen Ausrufezeichen. Natürlich mache ich die noch nicht. Ich gucke nur, was das alles ist. Seht ihr, da ist der Mann mit dem... Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Beruhige dich, Junge. Warum sagst du so etwas? Kopfgeldjäger suchen einen Mann mit einem Adler. Ich kriege Gold, wenn ich es ihnen sage. Kopfgeldjäger? Sie nennen sich die Skarabäus-Schatten. Skarabäus? Ach, Neck. Hör zu, ich bin nicht der Mann, den du suchst. Das ist kein Adler. Es ist eine Taube. Eine sehr mutige Taube. Warte, lügst du? Diese Mission ist auf jeden Fall schon so schwer. Was ist das denn? Ein Philakitai! Willst du mich verarschen? Die gibt's hier wieder? Schatten des Südens, Schatten des Nordens! Warum gibt's die? Das wird so übel, wenn... Alter, die kann ich doch erst in 3 Level herausfordern und dann töten die mich trotzdem. So, ich gucke mir wirklich erstmal die Fragezeichen an. Was ist... So, da unter mir ist ein Fragezeichen. Ah! Oh Gott, Schlange! Dieser Ort wird schwer bewacht. Irgendwie gerade nicht hin. Okay, das ist nur ein Schatz. Ich
ich will mich jetzt mal hier umgucken. Ich hoffe, es ist okay. Memento quod docuerimus! Dire, puinus et!